Hallo und willkommen zu unserem ersten Video. Das ist der Max, ich bin die Kirsten und wir hoffen, euch ein bisschen bei der Entscheidung unterstützen zu können, ob ihr euch einen Hund anschafft oder nicht. Kurz zu unserem Hintergrund. Der Max ist letzten Monat ein Jahr alt geworden, ist nächsten Monat dann ein Jahr bei uns. Und wir haben uns letztes Jahr, als es wirklich um die ganz konkrete Entscheidung ging, ob wir uns für oder gegen ihn entscheiden, den Kopf zerbrochen. Und wir haben uns so viele Sorgen gemacht, und haben leider genau dieses Video vor einem Jahr nicht auf YouTube gefunden. Und deswegen möchten wir das jetzt beitragen, in der Hoffnung, dass es vielleicht irgendjemandem hilft. Mein Mann und ich, wir sind frisch verheiratet. Wir sind beide voll berufstätig, mit aber einem sehr großen Homeoffice-Anteil, der natürlich die Hundehaltung erst möglich gemacht hat. Wir wohnen in einer schönen Dreizimmerwohnung in der Nähe von München. Und was mir sehr wichtig ist zu sagen, wir haben keine Kinder. Also viele Punkte klingen bestimmt total banal, wenn man schon Kinder hat. Wir haben aber einfach noch keine Kinder und deswegen das bitte berücksichtigen. Und ganz wichtig zu sagen, weder mein Mann noch ich hatten in der Vergangenheit oder auch in der Kindheit wirklich Haustiere oder Hunde. Das heißt, wir hatten überhaupt gar keine Ahnung, auf was wir uns wirklich einlassen oder für was wir uns wirklich entscheiden, weil wir weder den Alltag mit Hund noch die Gefühle, die man auch für einen Hund entwickelt, so kannten. Natürlich kann ich nur empfehlen, wenn Freunde, Bekannte einen Hund haben, den mal ein bisschen zu babysitten. Oder wir hatten zum Beispiel eine ganz, ganz tolle Pflegehündin, die für ein paar Wochen bei uns war. Das kann ich natürlich nur empfehlen, aber auch jetzt mit dem eigenen Hund kann ich natürlich sagen, das kommt weder von den Emotionen noch vom Alltag her an das ran, was dann doch ein eigener Hund ist. Trotzdem natürlich empfehlenswert, um das einfach mal ein bisschen einschätzen zu können. Oh Baby! Wenn es um die Frage geht, Hund ja oder nein, dann fängt man natürlich an zu googeln und findet natürlich ganz viele Checklisten, die ich auch jedem nur ans Herz legen kann. Im Wesentlichen sind auf den Checklisten immer ähnliche Punkte, die ich würde sie mal teilen in organisatorische und emotionale Punkte. Die organisatorischen Punkte sind natürlich, habe ich genug Platz für einen Hund, habe ich genug Geld für den Hund und habe ich genug Zeit für den Hund. Und das macht natürlich auf jeden Fall Sinn. Hallo? Und es macht natürlich absolut Sinn, sich als erstes diese organisatorischen Punkte anzugucken und zu gucken, okay, kann ich in diesen Punkten einem Hund überhaupt gerecht werden? Danach kommt aber meistens so der emotionale Punkt und das ist der Punkt, bin ich bereit, Verantwortung für den Hund zu übernehmen, im besten Fall für ein langes Hundeleben? Bin ich bereit, Bequemlichkeit aufzugeben, ein Stück weit Flexibilität aufzugeben, meinen Alltag umzustrukturieren? Was ich aber empfehlen kann, wenn man merkt, man hat irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl, dass man sich das Problem mal ein bisschen zerstückelt und versucht, den genauen Punkt, der einen Bauchschmerzen macht, einfach ein bisschen einzukreisen und zu benennen. Da kann es zum Beispiel helfen, sich einfach mal hinzusetzen und mal alle Aspekte aufzuschreiben, die einem für die Hundehaltung einfallen. Und dann merkt man meistens ja schon, okay, bei zwei, drei Punkten habe ich gar nicht so die Bedenken, das kriegen wir alles hin. Und bei einem Punkt zieht sich dann vielleicht ein bisschen der Bauch zusammen. In unserem Fall wussten wir schon, dass dieser große Punkt Verantwortung übernehmen der Punkt ist, der uns Bauchschmerzen macht, weil wir einfach gar nicht einschätzen konnten, wie der Alltag mit einem Hund aussieht. Wir wussten beide einfach gar nicht, wie die Gefühle sind, die sich für ein Haustier entwickeln. Und wir waren auch einfach sehr bequem, weil wir in der sehr bequemen Situation waren, dass wir keine Verantwortung hatten, eigentlich machen konnten, was wir wollten. Und es war uns schon klar, dass es uns auch größtenteils darum geht, dass wir Angst davor hatten, die Bequemlichkeit aufzugeben. Wenn man dann diesen einen Punkt herausgefunden und benannt hat, der einem wirklich Sorgen bereitet und dieser Punkt ist organisatorisch nicht zu lösen, dann kann ich wirklich nur empfehlen, die Sorgen auch zuzulassen und nicht zu verdrängen. Dann als zweiten Step würde ich empfehlen, zu versuchen, sich mit diesem Gefühl nicht alleine zu fühlen. Das war zum Beispiel in unserem Fall mit die größte Hilfe, dass ich mich nach Hundeschulen umgeschaut habe, die auch Welpenstunden anbieten. Und ich habe einfach mal bei unserer jetzt immer noch Hundetrainerin angerufen und gefragt, ob wir denn einen Platz dann haben könnten ab dem relevanten Zeitraum, dass wir direkt mit ihm auch in der Hundeschule starten können. Und das war dann der Fall. Das hat mir natürlich schon mal Sicherheit gegeben. Und dann hat meine oder unsere heutige Hundetrainerin gefragt, ob wir sonst noch irgendwie Fragen haben, ob sie uns irgendwie helfen kann bei der Entscheidung.
Und ich habe ihr dann unsere Situation erzählt und ihr auch erzählt, wie große Sorgen wir uns machen, auch die falsche Entscheidung zu treffen. Und während ich das erzählt habe, hat sie schon angefangen, am Telefon ein bisschen zu schmunzeln und leise zu lachen und meinte dann, wenn wir uns keine Sorgen machen würden, dann würde sie sich jetzt Sorgen machen. Der Satz, der ist mir so hängen geblieben, weil es stimmt einfach. Sich Sorgen zu machen ist was Gutes und sich Sorgen zu machen ist auch schon das erste Stück Verantwortung, das man für den Hund übernimmt. Dann kann ich natürlich empfehlen, dass man sich einfach Menschen sucht, die ein ähnliches Thema haben. Das heißt, vielleicht findet man eine Facebook-Gruppe für Hunde, vielleicht sogar für Welpen, für junge Hunde, je nachdem, für was man sich entscheidet, in der Nähe. Vielleicht findet man eine Hundewiese, auf die man mal gehen kann und mit Leuten sprechen kann. Vielleicht hat man Freunde, Bekannte, mit denen man sprechen kann. Also sich Leute zu suchen, vielleicht sogar dieses Video, die ähnliche Gedanken haben, damit man sich einfach mit den Sorgen nicht so alleine fühlt. Und dann war der nächste Step, und den würde ich dann auch empfehlen, den Punkt, der einem Sorgen bereitet, einfach mal andersrum zu denken. Wir waren irgendwann ganz festgefahren in dem Gedanken, oh Gott, was, wenn wir uns für den Hund entscheiden und dann sind wir nicht glücklich und dann ist es die falsche Entscheidung, was machen wir dann, was, wenn wir in den Welpenblues geraten, was machen wir dann? Und da waren wir sehr festgefahren. Da kann ich nur empfehlen, mal andersrum zu fragen, was ist denn, wenn wir uns gegen den Hund entscheiden? Wie sieht denn unser Leben dann aus? Sind wir denn dann glücklich? Hat sich das Thema denn dann erledigt? Oder wäre das Thema damit nicht beendet? Würden wir wahrscheinlich wieder in 4-5 Monaten auf Tierheimseiten gucken nach Hunden oder würden wir wieder nach Züchtern gucken, bei denen wir uns auf die Warteliste schreiben lassen? Und für uns war dann einfach klar, das Thema ist so lange offen und es ist immer wieder aufgekommen, dass das Thema nicht zu Ende ist, wenn wir uns letztes Jahr nicht dafür entschieden hätten. Und ich denke mal, so rumzudenken und dann zu merken, kein Hund ist irgendwie auch keine Option, ist auch schon mal ein sehr, sehr großes Indiz dafür, in welche Richtung eine Entscheidung auch gehen kann. Und dann noch ein Gedankengang, der vielleicht helfen kann, ist die Frage, wäre ich denn im Nachhinein stolz auf meine Entscheidung? Bei uns wäre, wenn wir uns gegen ihn entschieden hätten, klar gewesen, der Grund ist einfach die Bequemlichkeit, die wir nicht aufgeben möchten. Und auf diese Entscheidung wäre ich im Nachgang nicht stolz gewesen. Wenn die Entscheidung gegen den Hund fällt, weil man zum Beispiel sagt, ich habe einfach noch nicht ausreichend Zeit oder noch nicht ausreichend Platz für den Hund, den ich mir wünschen würde, und deswegen entscheidet man sich dagegen, quasi zum Wohle des Hundes, dann finde ich, ist das eine Entscheidung, auf die man im Nachgang auch wirklich stolz sein kann, weil auch das eine Form von Verantwortung ist, die man übernommen hat dem potenziellen Hund gegenüber. Wenn ich aber schon weiß, dass ich im Nachgang auf meine Entscheidung nicht stolz sein werde und mir eher sogar denke, ich habe die Entscheidung aus Faulheit herausgetroffen, auch dann denke ich, ist das ein Indiz für eine Entscheidung, die man treffen könnte. Und wenn ich dann durch alle diese Punkte gegangen bin, dann kommt der letzte Step und das ist leider kein wirklicher Tipp, weil es hilft leider bei der Entscheidung nicht wirklich weiter. Die letzten paar Prozentpunkte, die bleiben einfach ungewiss, wenn man in so einer Situation ist, wie wir es auch waren. Und man muss sich dann im letzten Step leider auch ein bisschen auf Ungewissheit einlassen. Ich meine, hier auf YouTube hat Dirk von Stadtfälle das sehr auf den Punkt gebracht und das war eines der Videos, die mir tatsächlich damals geholfen hat. Er meinte, man muss irgendwann einfach ins kalte Wasser springen. Und das finde ich so auf den Punkt gebracht. Wenn man sich diese ganzen Überlegungen gemacht hat, darf man am Ende auch einfach ins kalte Wasser springen. Und wenn man sich dann auch für die Ungewissheit entschieden hat und sich für den Hund entschieden hat, dann kann ich nur jetzt auch mein Fazit nach fast dem ersten Jahr Hundehaltung auch noch weitergeben, vielleicht als bisschen Hoffnung, bisschen Motivation, weil auch ich kann natürlich jetzt nur sagen, es lohnt sich. Er hat einfach noch mehr Liebe so in unser Zuhause und in unsere Familie gebracht und das möchte ich auf gar keinen Fall missen. Ganz großer Punkt ist, dass er mir und uns einfach wahnsinnig gut tut. Und damit meine ich nicht nur, dass man natürlich viel draußen ist, man ist viel aktiv. Er hat uns und mir auch wirklich psychisch gut getan. Es ist einfach schön, jemanden zu Hause zu haben, der sich freut, der einen zum Lachen bringt, der für einen da ist und einfach auch so ein gewisser Ruhepol ist. Und das ist natürlich wirklich, wirklich schön. Und dann ist natürlich noch ein wichtiger Punkt, den man vielleicht auch jetzt bei der Entscheidungsfindung schon berücksichtigen kann. Es finden sich auch neue Möglichkeiten. Wenn man den Hund hat und dann mit dem Hund im Alltag unterwegs ist, man lernt zum Beispiel Leute kennen, sei es in der Hundeschule, sei es auf der Hundewiese. Man knüpft Kontakte, man kommt in WhatsApp-Gruppen und man ist damit nicht alleine, wenn man das nicht möchte. Was bei uns im Alltag dann sehr auffällig war, dass wir tatsächlich nicht in den Welpenblues gerutscht sind,
vor allem kann ich da für mich sprechen. Ich habe mir im Vorfeld so viele Sorgen gemacht und mir den Alltag so anstrengend ausgemalt, dass das tatsächlich in meiner Vorstellung schlimmer war als in der Realität. Und im Endeffekt war es im Nachhinein dann auch gut, dass man sich so Sorgen gemacht hat, weil es einen einfach auch auf diese anstrengende Zeit vorbereitet. Und es hat sich dann natürlich rausgestellt, dass das alles machbar ist. Und was ich jetzt nach fast einem Jahr Hundehaltung auch sagen kann, dass die Punkte, von denen ich dachte, dass sie sehr anstrengend werden, tatsächlich gar nicht so anstrengend sind. Gerade beispielsweise das regelmäßige Rausgehen fällt mir nicht schwer, finde ich auch nicht so anstrengend, weil man macht es natürlich gerne für den Hund. Dafür finde ich jetzt Punkte anstrengend, die ich so vorher gar nicht bedacht hatte. Vielleicht wäre das sogar nochmal ein Video wert. Wenn ihr also gerade vor der Entscheidung steht, Hund ja oder nein, und ihr habt irgendwo ein ungutes Bauchgefühl, dann versucht diesen genauen Punkt möglichst genau zu benennen, lasst die Sorgen zu und guckt, dass ihr damit nicht ganz alleine seid. Dann denkt das Problem mal von einer bisschen anderen Seite und ganz am Ende, glaubt mir, es lohnt sich, auch einfach in die Ungewissheit reinzugehen. Wenn ihr noch Ideen habt, die bei der Entscheidungsfindung helfen könnten, schreibt sie gerne in die Kommentare. Vielleicht sieht es ja tatsächlich irgendjemand. Bis dahin viele Grüße auch an eure vielleicht zukünftigen Hunde.